Kunst, Gerede. Lieber Kunstfreund, heute möchte ich Sie einladen auf eine ganz besondere Reise, auf eine Expedition. Der in Paris geborene Künstler August Macke, der unternahm zusammen mit Paul Klee und dem österreichischen Maler Louis Moyer im Jahre 1918 eine Reise nach Tunesien und malte dort im unvergleichlichen Licht Nordafrikas dieses Meisterwerk. Nee, stopp! Halt mal, pass mal auf, da waren ja jetzt schon so viele Fehler drin, wie es Vögel im Käfig gibt. Ja, also, erstens mal ist der August Macke nicht in Paris, sondern im Sauerland geboren. Zweitens ist der Louis Moulet kein Österreicher, sondern Schweizer, bitteschön. Ja? Und drittens hat es zwar diese Reise gegeben nach Nordafrika, ja, aber 1914 und nicht 1918. Und überhaupt, das Bild hier, ja, das ist überhaupt nicht entstanden in Tunesien. Also, wo soll er das denn sonst gemalt haben? Ja, bei Ihnen in Herne vielleicht? Ja, gibt es da jetzt neuerdings auch Antilopen? Nee, aber in Köln. Also jetzt nicht auf der Domplatte, aber im Zoologischen Garten. Der August Macke, da muss man wissen, der hat als Kind nämlich in Bonn und Köln gelebt. Ja, und später als Maler, da hat er gerne Stadtszenen gemalt. Aber nicht nur so wie seine Zeitgenossen, immer so der hektische Getue in der Innenstadt. Nee, auch die Ruhe in den Gärten und eben auch die zoologischen Gärten. Waren Sie schon einmal im Museum am Ostwall? Nein, war ich noch nicht. Das ist schade, macht aber nichts. Ich habe Ihnen einmal was von der Kunst mitgebracht, wenn Sie schon nicht zur Kunst kommen. Ja? Wie wirkt das Bild auf Sie? Schön. Ja. Was soll's da stehen? Tierpark? Es ist so ein bisschen surrealistisch, bunt. Es ist wirklich sehr viel zu sehen. Als erstes fällt mir die Szene mit dem Papageien und der Frau vorne auf. Dann sehe ich zwei Rehe oder Hirsche. Naja, es sieht halt so nach einem Stadtleben im, sagen wir mal, 17. Jahrhundert aus oder so. Ach so, gut gemalt, das Tier auch. Die haben nur keine Gesichter, aber das braucht ihr nicht. Das muss man nur dazu denken. Ne? Aber für Wohnzimmer nicht gedacht, für Kinderzimmer hier. Das würde ich als Zoo bezeichnen. Das ist eine junge Frau, die mit ihrem Kind spazieren geht im Zoo. Wie würden Sie es betiteln, wenn Sie einen Titel vergeben müssten? Frühsommer. Wahrscheinlich Zoobesuch, sowas, Dame im Zoo. Wie würden Sie das Bild nennen, wenn Sie es einen Titel geben müssten? Ja, die Frau in Weiß. Die Frau in Weiß, sehr schön. Stilistisch gesehen gehört dieses Werk dem Expressionismus an. Es fällt auf, dass es zahlreiche Blickbeziehungen in dem Bild gibt zwischen dem Kind, der Mutter und den verschiedenen, zu den Tieren auch. Und im Falle des großen Zoologischen Gartens gibt es eben mehrere Vorstudien auch für dieses Werk. Wir sind froh, dass wir eine Vorstudie auch bei uns in der Sammlung haben. Das sind wirklich wesentliche Momente dann für die Kunstbesucher, weil sie erkennen, wie künstlerisches Denken stattfindet. Waren Sie schon einmal im Museum im Dortmunder U? Aber sicher doch, klar. Ja? Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht, das es da gibt. Ist Ihnen das damals aufgefallen? Nein. Wie wirkt es auf Sie? Gefällt es Ihnen? Nein. Wenn Sie schon nicht zur Kunst kommen, kommt die Kunst zu Ihnen, mein Herr. Ja? Ich halte nichts von Kunst. Der Künstler selbst kann ja oft ein Bild gar nicht erklären. Finden Sie es denn schön? Würden Sie es selber aufhängen? Ja. Ich würde es eigentlich aufhängen. Würden Sie es selbst aufhängen oder eher nicht? Eher nicht, nein. Ich bin davon weggekommen, also von dieser Art Malerei, also dass ich das schön finde. Würden Sie sich so ein Bild aufhängen? Ich finde es schön, ja. Würde ich tun. Was meinen Sie, was würden Sie ausgeben für so ein Bild? Oh, 300 bis 400 Euro. 70 Euro kommen wir schnell drauf. Ich würde sagen 2.000, so 2.000 bis 3.000. 20.000 Euro. Dann würde ich ein bisschen mehr drauflegen, wenn es denn original ist. Dann liegen wir aber schon bei einer Viertelmillion oder so, ne? Oder? Herr Robossi, was ist denn mit Ihrem Gesicht los? Sie sehen mich ja gar nicht mehr richtig an. Ja, das ist, wenn Sie mal genau auf das Bild gucken würden, bei allen Jungs hier im Bild so, hä? Sehen Sie, ich bin quasi so eine Art anonymer Spaziergänger.
Ich verstehe, natürlich. Ja, es geht um die Anonymität der Tierhändler. Ja, um die Gesichtslosigkeit der Macht und natürlich auch um die Entfremdung des Menschen von seiner natürlichen Umwelt und um die Gefangennahme des Tieres durch den Menschen und damit um den Verlust seiner eigenen Geschöpfhaftigkeit. Jetzt komm mal wieder runter und entspann dich. Guck dir doch mal die Gitterstäbe hier an. Das spricht doch nicht für Gefangenschaft, sondern eher für das Gegenteil. Für mich hier ist das eine Oase der Ruhe und Geborgenheit. Guck mir so scheiße.